Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe Ihnen heute gute Nachrichten mitgebracht. Bereits im Dezember verkündete die WHO, wie man den PCR-Test richtig anzuwenden hat. Ja. Ja, wie kann man den auch falsch anwenden? Ja, bei der Auswertung. Ne? Also es gibt da etliche Erklärungen, die darauf schließen lassen, dass wenn ein Mensch bereits vielleicht wieder genesen ist von Corona, aber man noch letzte Bruchstücke von irgendwelchen Viren dort findet, dass der natürlich dann auch ein positives Ergebnis kriegt. Und das ist ja nun Blödsinn. Ne? Also den will man nicht in der Statistik haben. Und damit man den rauskriegt, muss der CT-Test richtig angewendet werden. Und dieses Dokument von der WHO, wie man das richtig macht, das gibt es hier. Also das ist ein ganz wichtiges Dokument, was man kennen sollte, damit man einschätzen kann, ob ein PCR-Test richtig angewendet wurde oder nicht. Und das wird jetzt auch in den USA an jedem Gesundheitsamt demnächst nochmal ausgelegt werden, weil nämlich am 4.1. hat die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, dieses Dokument rausgegeben. Das heißt, sie schließt sich der Sichtweise der WHO an und sorgt jetzt dafür, dass der PCR-Test auch in amerikanischen Gesundheitsämtern und Kliniken und Labors und wo das überall ausgewertet wird, richtig ausgewertet wird. Und damit werden jetzt in naher Zukunft die Fallzahlen sinken. Davon gehe ich aus. Diesen Erfolg der Corona-Bekämpfung verdient, wer überhaupt? Frau Merkel dann? Herr Trump? Herr Biden? Nein, es ist dann, wenn jetzt die Fallzahlen sinken aufgrund dieser Papiere, der Erfolg von Nachdenken, vom Zusammentragen von Informationen, der Erfolg der WHO, dass sie es jetzt geschafft haben, nach einem Jahr, nach einem Dreivierteljahr, nach einem halben Jahr, was auch immer, endlich mal das Dokument rauszugeben, was den Gesundheitsbehörden klar und deutlich nochmal aufträgt, den PCR-Test richtig anzuwenden. Das muss jetzt unbedingt passieren. Warum? Naja, mit diesen scheiß Lockdowns aufhören, oder? Wollen Sie das nicht? Na gut, also Herr Lauterbach hat ja schon angeregt, einen Klima-Lockdown jetzt anschließen zu lassen, weil wir haben uns ja jetzt schon so dran gewöhnt. Oder? Also ich muss nochmal nachlesen, was der da genau gesagt hat, aber wie ich zum Thema Klima stehe, das werde ich an anderer Stelle nochmal erzählen. Okay, da gibt es auch noch so ein paar Ungereimtheiten. Also bis zum nächsten Mal. Das waren für heute gute Nachrichten. Die Fallzahlen werden voraussichtlich sinken, wenn man den PCR-Test richtig anwendet. Und das ist der Auftrag der WHO. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.